brauche für ein Treppenfundament? Das ist hier die Frage. Nein, brauche ich nicht. Na dann. Ja, dann haben wir mal Part 2 gemacht von meiner wunderschönen Sache. Teer, geile Sache, da kriege ich Teer auch noch raus. Dann schmeißen wir mal das da rein. Ich habe keine Pelze mehr, also. Ja. Neu 13 Leder mit. Dann machen wir Use. Oh, Use. Futterst du mal das. Was können wir droppen? Drop it. So. Frucht, wenn wir da schon mal spazieren tragen können, dann können wir die gleich nochmal aufziehen, hätte ich gesagt. Hätte ich ihn da hergestellt. Andere Wand. Na, 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 na. Hallo. Klopf, klopf. Grüß euch. Für was brauche ich Teer? Das ist eine gute Frage. Habe ich auch noch nicht das gefunden, aber Teer brennt normalerweise gut. Teerfackeln, Pechfackeln. Interessant, ja. Teer klingt interessant. Wird das mein zweiter Turm werden da? Den mache ich dann mit vom Fundament her, mache ich noch, weiß ich nicht, 6 mal irgendwas. Genau, das ist halbwegs gut zusammengeschrieben. Ja, da sind ein wenig bauliche Fehler drin. Jetzt sind wir jetzt nicht umeinander. Vor allem, weil das da einfach meine Zuflucht ist. Ich sag's eigentlich: Zuflucht. Da habe ich sogar schon Zuflucht, weil er doch drüber war, ne? So, was brauche ich da nun? Tierhaut, unabhängige Haut. Dickhäuterhaut, okay. So, was kann ich jetzt denn nun machen? Ich kann aus den Lederhäuten so einen Knüppel bauen, oder? War das nicht so? Naja, da brauche ich Pflanzenfasern und Leder. Was habe ich jetzt da? Verstärktes Leder. Wie kriege ich normales Leder? Kriege normales Leder, wenn ich das da reinschmeiße und diesen mache. Leder. Alles klar. Geile Sache. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ah, verstärktes Leder. Alles klar. Es gibt einen Unterschied, habe ich nicht gewusst. Hui, hui. Ja. Morgen kann ich den nur bauen mit Material, den bauen wir gleich noch zum Bauen. Ja, da wird es also da baue ich eine Mauer, da mache ich so einen Durchgang, das wird so ein Durchgangstower, dann stelle ich da eine Leiter her, genau. Aussichtsplattform, auf der gesagt. So, und wenn ich jetzt mal da bin, schauen wir mal, ob ich von hier aus schießen kann. Und ob ich von hier aus was treffen darf, aber ich glaube nicht. Aber was wir jetzt machen können ist, bevor ich offline gehe, weil dann sind wieder alle Pfeile weg, wir machen da die Tür auf. Oh Scheiße, oh Scheiße. Ich hab sogar gepullt, ich hab getroffen. Oh mein Gott, geile Sache. Komm her. Schaut, was man die Knochen braucht, gell? Ich verballe jetzt einfach alle Pfeile, weil ich keine mehr habe. Weil ich hab's sonst noch wieder, wenn ich online komme, wieder gar keine.
verlaufen noch. Zwar. Eh nicht mehr viele. Aber zwei Pfeile ist mir wurscht, ob ich die noch habe oder nicht. Wenn ich ehrlich bin. So. Keine Ausdauer mehr, interessant. Also das mit dem Teer finde ich gut, ich weiß zwar noch nicht, was ich mit dem Teer machen kann. Ich habe das mit Leder jetzt rausgefunden, das finde ich auch genial. Holz hocken ist anstrengender als Steine brechen, alles klar. Auch interessant zu wissen. Das mit den Pflanzenfasern könnte auch wirklich immer ein Problem werden bei mir dann dagegen. Weil ich einfach immer größer ausbauen, durch das natürlichen Respawn, der da ist, einfach meine Idee reduziere. So, Mauern und ich brauche Mauern mit Fenster hier im Kopf. Genau. Das ist extrem grindy, das Spiel, so. Dicken habe ich dann noch, drei Dicken habe ich noch, das passt ganz gut. Ja, das ist ideal eigentlich gerade. Also ein richtiges Tor war dann noch interessant zum Machen. Ich weiß gar nicht, ob es das im Spiel gibt, aber ja, das werden wir noch ausfinden, würde ich sagen. Also wir machen da eine Mauer, haben wir gesagt. Und da machen wir nur eine, da machen wir eine normale Mauer. Eine Mauer werde ich nun brauchen, normale, glaube ich. Dann können wir einen kleinen Auftrag geben. Dann können wir da eigentlich. Obwohl ich nicht gleich fahren. Brech mal ab. Du stößt mal zwei Türen her, genau. Und dann brauche ich trotzdem. Eine Mauer brauche ich trotzdem noch. Okay, das, und die komme ich nicht rundherum. Sonst glaube ich brauche ich für eine Mauer. Obwohl ich gerade dazu geneigt bin, jetzt gerade zu experimentieren, wir bauen ein Fundament. Schaut's aus, ich muss eine Fackel reparieren. Mein Gewand muss ich eigentlich mal reparieren, wahrscheinlich wieder. So. So, wir machen das Fundament mal. Einfach da hier, genau. So. Dann machen wir da. Einfach. Machen wir da mal Fenster her. Nein, dann machen wir dann zwei Durchgänge her, wirklich.
F8 und F8. Ne? Und oh, mal Leiter, die wir machen wollten. F8 da. So. Das heißt, wir machen, brauchen artige Bodenplatten, die haben wir da hier. Die haben wir da hier. Dann gehen wir da Leiter aufmachen und dann bauen wir nur einen Stock weg. Und ich schau gerade, ob das mit dem Fundament. Okay, das schaut scheiße aus davon. Dann machen wir das Ganze so. Schaut ein wenig beschissen, schaut glaube ich nicht beschissen aus von unten. Oh ja. So ist mein Turm, mein zweiter. Dann bauen wir die da auch klein, die ich da gemacht habe, die zwei Sachen. Schank, F8. Ja. Dass da Licht einer fällt und. So, Bauprojekt. Wunderschöne Bauprojekte wieder einfach. Dann können wir Leder reinhauen, dann können wir das dann noch wegschmeißen. Oh, Drop. Ich glaube, ich habe irgendwo Leder versteckt in irgendeiner Kiste. Kann das sein? Ui! Oh, 50 Leder drin, ja, sag ich. Ha, da wären Pfeile drinnen, interessant. Und das sind Dinge, die man wieder findet. Aus der Versenkung ausgehabt. Oh, wäre noch was drinnen. Ja, extrem viel Leder. Ein Schädel können wir da lassen. So. Das Fleisch kommt rein, das Fleisch nehmen wir mit, hä? Was ist jetzt von dem Bildspiel? So, dann können wir gleich was essen, oder? Ich sage, use. Nom, nom, nom. So. Dann können wir da 90 Leder reinschmeißen. So. Was brauche ich jetzt für so eine Scheißkohle? Dann passt, stellen wir gleich mal hier. Ein Knüppel. Sklavenseil habe ich auch irgendwo gehabt, oder? Das habe ich irgendwo reingeschmissen. Moment. Wo ist mein Sklavenseil? Und ich gehe nämlich jetzt einen Sklaven jagen. Sklavenseil? Nein. Sklavenseil? Nein. Sklavenseil? Nein. Ah, unten habe ich die Kisten. Sklavenseil? Nein. So. Wo ist mein Sklavenseil? Das heißt, das muss ich jetzt unbedingt noch ausprobieren. Ja, ich weiß nicht, ich überziehe es wieder. Ich übertreibe es schon wieder. Also für das Sklavenseil brauche ich glaube ich 100 Pflanzen. Es kann nicht wirklich sein, dass ich wirklich 100 Pflanzen dafür brauche. Das brauche ich dafür. Sklavenseil 10. Ah, das werde ich mal, wenn ich wieder Pause habe, nachdem ich gestorben bin. Ich erinnere mich. 10. 10 aus, ich brauche 30 Pflanzen. Das heißt, die 10 stellen wir 10 her und dann farmen wir uns noch einen Rest zusammen. Solange für die 10 halt, was ich noch, was ich da erst braucht, farmen wir halt irgendwas zusammen noch. Schaut schon eigentlich massiv aus, was da steht. Also das sind meine 10, dann machen wir ein Sklavenseil. Hallo Sklavenseil, grüß Gott. Spawnpunkt aktualisiert, okay. Ich habe meinen Spawnpunkt da drinnen, das ist wichtig. So, machen wir da die Tür zu. Schaut mal lustig aus, ja. Vor allem, weil da einfach zwei Wände irgendwo in der Pampa im Nirgendwo stehen. So, dann haben wir das Sklavenseil auch noch. So. Dann brechen wir auf ins große Abenteuer, ehrlich gesagt. Wir machen mal 8, genau. Ich hoffe, dass dort wirklich jetzt nur einer ist. Und dann fangen wir uns einen Sklaven, ehrlich gesagt. Und ich weiß zwar nicht, was ich da machen muss mit ihm, aber wir werden es schon rausfinden, ehrlich gesagt. Okay, jetzt bin ich gerade irgendwie geglitscht.
Oh Gott, nicht so cool. Aber eigentlich ist doch da immer noch gestanden, oder?